Wenn Polizeihauptmeister Klaus Berchtold den Stift zückt, hat es mal wieder irgendwo in Stuttgart gekracht. Und das ist seine Teamkollegin vom Revier 4, Susanne Jenöfi. Ich stand und hab gehupt und er ist mir dann vorne reingefahren. Ja. Wir haben doch gerade Winter und es schneit auch ein bisschen. Ja. Passt man da nicht ein bisschen mehr auf, wenn man Auto fährt? Offensichtlich nicht. Oh. Schuld am Unfall sei eigentlich die schwangere Freundin, erklärt der genervte Unglücksrabe. Doch dazu später mehr. 6 Uhr in der Frühschicht beginnt für die zwei Polizisten aus dem Stuttgarter Süden. Jetzt schauen wir mal, was der heutige Tag bringt. Punkt 1 auf der Tagesordnung, Streife fahren. Vor allem da, wo bei Morgenfrost Glatteis droht, in den kleinen Nebenstraßen. Ja, da sieht man schon das Eis, ne? Ja, hier ist es jetzt eine einzige Eisfläche. Das erinnert die Polizeioberkommissarin daran, wie sie einmal bei einem Glatteis einen Unfall am Hang aufnahm. Dann sah man wirklich wie in einem schlechten, in der schlechten Komödie in Zeitlupe ein anderes Auto die Steigung herabfahren. Der Fahrer hat wild den Armen gerudert, er stand offensichtlich komplett auf der Bremse und er rutschte dann geradewegs in den Streifenwagen hinein. Dann war der Streifenwagen demoliert und während die eine Dame den Unfall noch beäugte, zog es ihr die Füße unter dem Körper weg. Aber es ist ihr zum Glück überhaupt nicht passiert. Sie fand es dann selber auch sehr, sehr witzig. Jetzt haben Sie einen Einsatz? Ja, Verkehrsunfall. Jetzt kommt sie über Funk. 1:90 auf der B27, Höhe Altplatz, ein Auffahrunfall, Steinung. Die beiden Polizisten machen sich auf den Weg nach Stuttgart-Degerloch. Dort ist ein junger Mann an der Ampel unsanft mit seinem Wagen in den Smart vor ihm gerauscht. Und das mitten im Berufsverkehr. Oh, vorbildlich mit Warnweste. Okay, dann bräuchte ich mal von Ihnen den Führerschein und den Fahrzeugschein. Ich bin halt so im Sitz durchgeschüttelt worden. Das kann man nicht brauchen morgens, ne? Ja, gut. Solange niemand groß keine Personen schädigt, das wäre furchtbar. Aber ich bin noch richtig geschockt. Tut mir leid. Darf ich fragen, wie Ihnen das passiert ist? Haben Sie einen Moment nicht aufgepasst, ne? Ganz genau, ja. Mehr mag der junge Mann uns gerade nicht sagen. Auch ihm sitzt wohl der Schreck im Nacken. Es sieht wenig aus, aber oftmals haben auch so kleine Beschädigungen einen kräftigen Aufprall. Erleben Sie das häufig bei so kleinen Unfällen, dass die Menschen doch sehr mitgenommen sind? Ja, total. Das passiert denen zum ersten Mal im Leben. Es ist was völlig Ungewohntes. Das Auto ist kaputt. Wenige Kilometer entfernt der nächste Unfall. Ein Mann hat beim Ausparken einen Wagen übersehen. Genauer gesagt, der vom Anfang unserer Geschichte. Seine schwangere Freundin habe ihn so genervt, dass er einfach Dampf ablassen wollte, erzählt er, im Fitnessstudio. Das ist jetzt nichts Dramatisches. Aber der Zeitstress einfach. Man macht sich Zeitstress wegen unwichtiger Dinge. Das heißt, Sie haben sowieso gerade mit Ihrer Freundin, die, wenn sie schwanger ist, dann muss man auch ein bisschen sensibler mit umgehen, ne? Ja. Und dann wollen Sie sich ein bisschen austoben und dann Zeit... Ja. Habe ich ja gerade gemacht. Ich würde Sie verwarnen mit 35 Euro wegen der Verursachung von dem Unfall. Wegen unachtsamen Ausparken. Jetzt hat der Herr uns gerade erzählt, dass er etwas unter Druck stand, weil seine Freundin ist schwanger und er wollte ein bisschen Dampf ablassen und das ist war zu spät. Dampf ablassen beim Fitnessstudio. Das wird nur schlimmer jetzt gerade. Man kann es ja ein bisschen nachvollziehen, ne? Man hat dünne Nerven. Sagen wir mal so, wir sind ja mitten am Puls des Lebens. Wir kriegen alles Mögliche erzählt, alles Mögliche. Auch Informationen, mit denen wir nichts anfangen können, die weder sachdienlich sind, noch eigentlich für unsere Ohren bestimmt wären. Und dann wird es doch noch mal hektisch. Ein Unfall festgestellt und sie meinte, dort wäre es wohl auch glatt gewesen. Jetzt habe ich ja heute Morgen gesagt, zu früherer Stunde, sobald ein paar Schneeflocken fallen in Stuttgart, wird es schwierig. Dann hatte ich ja doch recht, oder? Nein, weil das ist außerhalb der Stadtgrenze. Jetzt fahren wir auf die Bundesstraße. Doch auch das wird für das Polizeiteam vom Revier 4 in Stuttgart zum Glück wieder nur ein Unfall im Winter mit leichtem Blechschaden.